Vielen Dank, liebe Katrin, vielen Dank, liebes Präsidium, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will nicht lange drum herum reden, das ist ein besonderer Tag für unseren Landesverband. Das ist ein besonderer Tag für alle, die hier in diesem Raum sind. Das ist ein besonderer Tag für alle, die zu Hause sitzen, weil sie vielleicht in Corona-Quarantäne sind oder einfach nur neugierig. Wir diskutieren eigentlich die Grünen. Diesen Schritt, den der Vorstand der Partei vorschlägt, den so viele in Verhandlungsgruppen ermöglicht haben, mit Inhalten hinterlegt haben. Und es ist vor allem ein Moment, in dem wir als Partei zusammenkommen, wir uns mit dem beschäftigen, was wichtig ist, dass wir miteinander auswerten, ist da genug von uns drin. Aber wir tun das, liebe Freundinnen und Freunde, in einer Zeit, in der die Realität da draußen eine ist, die knallhart ist, um das so zu sagen, wie es ist. Wir werden durch den Ukraine-Krieg Auswirkungen dessen hier in Nordrhein-Westfalen zu spüren bekommen. Wir verfolgen ja alle, was ist eigentlich gerade los? Was passiert eigentlich mit einem Industrieland Nordrhein-Westfalen, wenn nach der Wartung der Nord Stream 1 Pipeline das Gas nicht wieder anfängt zu fließen? Was passiert eigentlich, wenn in 12 Wochen die Heizsaison beginnt und das Gas nicht ausreichend vorhanden ist? Und in dieser Ernsthaftigkeit der Realität da draußen diskutieren wir heute, was in diesem Vertrag steckt. Und ich will euch sagen, was in diesem Vertrag steckt, ist das, was wir alle mitgenommen haben in die Verhandlungen. So, so viele, alle Landtagsabgeordneten in ihrer Fachexpertise, die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, die Europa-, die Bundestagsabgeordneten, mit einer klaren Haltung und einem Kompass in dem, was verhandelt wurde, nämlich, dass wir das historisch beste Ergebnis mit 18,2% bekommen haben, in einer Erwartung derer, die uns gewählt haben, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dass wir dafür einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss bekommen haben. Und das ist mir wichtig, euch zu Beginn zu sagen, dass das der Rahmen ist, in dem wir heute diskutieren. Und genauso wichtig ist mir, euch zu sagen, ich bin jetzt 8 Jahre Landesvorsitzende des größten Landesverbands der Grünen in der Bundesrepublik, dass wir gemeinsam eine Reise angetreten haben nach einer Landtagswahlniederlage, in der wir gezeigt haben, was wir eigentlich hinkriegen können, wenn wir es richtig machen. Wenn wir unsere Inhalte im Mittelpunkt haben und die Klarheit, dass wir was bewegen können, weil wir eine Bündnispartei sind und weil wir uns erweitert haben in den Bündnissen und uns nicht leicht gemacht haben, immer nur mit denen zu reden, mit denen wir schon immer geredet haben, sondern zuzuhören auch denen, die andere Meinungen haben als wir. Und ich sage euch zu Beginn, worauf ihr euch verlassen könnt und worum ich euch bitte, ist, dass wir das nicht aufhören, auch wenn wir heute einem Koalitionsvertrag zustimmen sollten. Die Zeiten sind so ernst, dass gerade unsere demokratischen Werte angegriffen werden. Wir können zeigen, ob wir die Werte Freiheit und Gleichheit klug hinterlegt mit landespolitischen Maßnahmen bereit sind, hart zu erarbeiten und denen eine Richtung zu geben. Weil wenn wir das nicht hinkriegen, finden genau die den Nährboden, die eigentlich die politische Revolte suchen. Ich habe das große Vertrauen in alle in diesem Landesverband, in all ihrer Vielfalt, in all ihrer Unterschiedlichkeit, egal in welcher Region, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und ich habe die Erwartung, dass wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, dass es nicht so sein kann, dass Grüne in Regierungsverantwortung als Partei, als Fraktion, als mögliche Regierungsmitglieder sich verabschieden aus den Lebensalltagen der Menschen. Und darum bitte ich euch zuallervorderst, und das erwarte ich von uns allen. Und mit diesem großen Paket an Verantwortung durch das Wahlergebnis
sind wir in diese Verhandlungen eingestiegen. Und ihr könnt mir eins glauben, diese Verhandlungen waren hart. Und wir haben hart gerungen. Und wir haben in der Regel bis zum frühen Morgen gerungen, obwohl wir uns vorgenommen hatten, es gibt eigentlich keine Abend- und Nachtsitzung und die Wochenenden sind frei. Aber wir haben gemerkt, dass das, was wir verhandeln müssen, im Auftrag dessen, wofür wir als Grüne gewählt wurden, das erfordert, dass wir mit einer Partei der CDU Nordrhein-Westfalens in intensiven Austausch gehen, dass wir in der Regel schon alleine in den Arbeitsgruppen 7 Verhandlungstage hatten und dass wir da sehr, sehr, sehr im Detail miteinander gerungen haben. Und dass wir da auch festgestellt haben, dass es natürlich weite, weite Wege gibt, die ehrlicherweise ja auch nicht aufgehoben sind, nur weil wir jetzt einen Koalitionsvertrag vorlegen. Aber das wäre auch furchtbar, wenn ich jetzt hier stehen würde und euch sagen würde, Leute, ist alles eigentlich jetzt, egal was wir für grüne, gute Inhalte für die Zukunft entwickeln wollen, weil wir haben jetzt ja nichts mehr zu tun, ist jetzt ja in einem Koalitionsvertrag. Aber anzuerkennen, dass dieses weite Wege erkennen, sich die Hand zu reichen und zu versuchen, gemeinsam, nicht im Sinne dessen, gewinnt einer oder verliert der andere, miteinander zu diskutieren, sondern zu versuchen, was Gemeinsames zu finden, was ausreichend tragfähig ist, die Realität der Menschen in Nordrhein-Westfalen zu verbessern in diesen schwierigen Situationen. Das hat Zeit gebraucht, das hat Nerven gebraucht von allen, die verhandelt haben und in der letzten Phase besonders von denen, die in der Hauptverhandlungsgruppe waren. Wir haben mit dem Koalitionsvertrag einen Zukunftsvertrag aufgeschrieben und wir haben ihn so genannt, weil wir glauben, dieser Vertrag wird die Zukunft Nordrhein-Westfalens verändern und zwar verbessern. Und wisst ihr warum? Wir haben direkt nach der Wahl immer gesagt, das ist jetzt ein Lagerwechsel, eine lagerübergreifende Möglichkeit. Nachdem ihr entschieden habt, dass wir aus einer Wahlergebnissituation in eine Sondierung gehen und aus der Sondierung dann in Verhandlungen eintreten. Uns allen war klar, das bedeutet, wir müssen lagerübergreifend denken. Und jetzt sage ich euch mal, worum es dabei geht. Diese Lager sind ja nicht nur die Grünen und die Schwarzen, sondern das überträgt sich doch zurück in die Gesellschaft Nordrhein-Westfalens. Weil es ja so ist, dass es Konflikte und Unterschiedlichkeiten gibt zwischen den Generationen, zwischen den Menschen, die auf dem Land leben, die in den Großstädten leben, zwischen denen, die sagen, Flächen sparen ist richtig und denen, die sagen, Fläche zuschütten, weil alles, worum es geht, ist eigentlich, naja, wir wissen es auch nicht so genau. Und ich sage euch, was ich glaube, was wir aufgeschrieben haben mit diesem Koalitionsvertrag, ein Angebot in einem harten Marathon der Arbeit, die dann zu leisten ist von denen, die wir mit Vertrauen ausgestattet haben als Grüne in der Landtagsfraktion und die jetzt dann, wenn der Koalitionsvertrag beschlossen würde, für uns auch in Regierungsverantwortung gehen würde, dann geht die Arbeit erst richtig los. Weil dann wird es genau darum gehen, diese Errungenschaften, und so empfinde ich das, was in diesem Vertrag steht, mit Leben zu füllen. Mit Leben zu füllen, nicht damit wir ein gutes Gefühl haben, weil es unsere Sachen sind, sondern weil wir feststellen, dass wir gesellschaftliche Mehrheiten für unsere Ideen der Zukunft in Nordrhein-Westfalen realisieren, und zwar in einem Ausmaß und in einer Relevanz, wie es uns in über 40 Jahren Parteigeschichte noch nicht gelungen ist. Das ist das große Potenzial, was wir aufgeschrieben haben. Und was wir aufgeschrieben haben, beschäftigt sich damit, dass wir das in der Ernsthaftigkeit dessen getan haben, die Demokratie und ihre Prozesse in einem starken Industrieland, was in einem Wandelprozess steckt, ohnehin schon, so zu gestalten, dass dieser Wandel in Verantwortung geschehen kann. Und dieser Wandel in Verantwortung bedeutet, dass wir ernst nehmen, was im Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass Klimaschutz so angelegt sein muss,
dass er die Freiheitsräume zukünftiger Generationen sichert. Und genau das, liebe Freundinnen und Freunde, legen wir an. Ja, zugegeben, stufenweise, aber wir legen es an. Die 1000 Meter Abstandsregel wird abgeschafft, aber sie wird klug abgeschafft, weil wir alle nichts davon haben, wenn durch rechtsunsichere Zustände und Umstände die Dinge sich wieder verzögern, weil es Klagen gibt, weil es nicht gut gemacht war. Wir erheben den Anspruch, und das steckt dahinter, es stufenweise zu machen, damit es Rechts- und Planungssicherheit für alle Beteiligten gibt, für die, die darin arbeiten, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind und Arbeitsplätze schaffen mit dem Errichten von Windenergieanlagen, aber natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger, für die das vielleicht auch an manchen Teilen Nordrhein-Westfalens eine Herausforderung ist, dass ein Windrad aufgestellt wird. Ich glaube, unklug wäre, darüber hinwegzugehen. Ich glaube, klug ist es, und so haben wir Wahlkampf gemacht, neue Instrumente zu finden, die Akzeptanz herstellen. Und deswegen werden wir Grünen beim Ausbau der erneuerbaren Energien die Flächen bereitstellen, die Instrumente rechtssicher ausgestalten und die Bürgerinnen und Bürger beteiligen, dadurch, dass sie im Umkreis von erneuerbaren Energien automatisch beteiligt werden müssen von denen, die da Windräder oder Freiflächenanlagen aufstellen im Solarbereich. Aber wir werden auch prüfen, was wir tun können, damit das, was wir im Wahlkampf erzählt haben, dass es für die Kommunen auch einen Benefit geben muss, wenn in ihrem Zustandsgebiet erneuerbare Energien errichtet werden, dass aus den Erträgen der Windenergie eben die Kitas auch schöner werden. Dafür lassen wir uns was einfallen, weil das ist, wie wir übrigens auch Wirtschaften verstehen. Wirtschaften hat keinen Selbstzweck. Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft. Wirtschaft, das ist nicht ein DAX-Index, sondern das sind Arbeitsplätze, das ist Zukunftssicherheit und Sicherheit für Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen ist es wichtig, wie wir jetzt anlegen, wie wir ein Wirtschaften der Zukunft auch im Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, zwischen Unternehmen und Politik sehen. Das ist die Lösung, das ist die Idee bei der Abschaffung der 1000 Meter Abstandsregel für Wind. Und ich bitte euch, dass ihr nach Kräften überall dort, wo es jetzt ins harte Arbeiten geht, wo wir jetzt diejenigen sind, die schon immer gesagt haben, die erneuerbaren Energien, das ist die Ausgangslage dafür, dass wir überhaupt Industrieland bleiben können, weil es ein Standortfaktor ist, ob man konkret vor Ort erneuerbare Energien erzeugt. Ich bitte euch, nach Kräften zu unterstützen, dass wir das gut gemeinsam hinkriegen. Und damit komme ich zum zweiten Bereich, der für die Freiheitsräume der zukünftigen Generationen elementar ist. Das ist, dass wir uns jetzt heute darum kümmern, dass wir mit Fläche anders umgehen. Und deswegen ist es gut, und es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft, dass die Landesplanung in grüner Zuständigkeit ist. Weil mit der Landesplanung diesem wertvollen Instrument, was ein bisschen abstrakt klingt, aber am Ende nichts anderes sagt, schafft es Politik jetzt im Jahr 2022 nicht nur darüber zu reden, dass das wirklich, wirklich schlimm ist mit dieser Verlustigkeit von Arten und Naturschutz, Vielfalt, alles ganz schlimm, aber mein Gott, wir müssen halt die Infrastruktur ausbauen. Ich traue uns zu, dass wir in dem Abwägungsprozess schneller zu werden beim Ausbau von Infrastruktur und den Schutz der Artenvielfalt zu wahren, die klugen Ideen daraus zu verhandeln und auch gesetzlich zu verankern, weil der Bund es ja vorhat, da Änderungen vorzunehmen. Ich traue es uns zu. Wir begreifen das als Grüne, als notwendige Sicherung von Freiheitsraum zukünftiger Generationen. Und deswegen ist es ein gutes Signal, dass die Landesplanung bei uns liegt, dass, liebe Freundinnen und Freunde, wir einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen anstreben und dass, liebe Freundinnen und Freunde,
die Schutzgebiete Nordrhein-Westfalens in öffentliches Eigentum überführt werden, in die NRW-Stiftung. Damit gewährleisten wir, dass wir unabhängig von dem, was wir zusätzlich noch leisten werden, einen wesentlichen Anteil dazu beitragen, dass wir unseren Auftrag, den wir als Industrie- und Wirtschaftsland so dicht besiedelt, leisten können durch die klugen Instrumente, die wir verhandeln konnten. Und der andere Teil, den uns unsere Demokratie mit auf den Weg gibt und in dessen Verantwortung wir stehen, weil keine 2000 Kilometer entfernt übrigens noch immer Krieg herrscht, weil Menschen genau dafür eingetreten sind, das als eine Staatsform zu haben, nicht eine Diktatur, sondern Demokratie als eine Gesellschaftsform, in der Hoffnung gewinnen kann, wenn Politik es klug ansetzt, die Zukunft auch besser werden kann, als das jetzt ist, ist die Frage der Gleichheit. Und die Frage der Gleichheit in einer Gesellschaft bestimmt sich darüber, wie steht es eigentlich um die Chancen, die Menschen in einem Land haben. Und natürlich haben wir was erreicht in dem ganz, ganz elementaren Feld der Landespolitik, Schule und Bildung, weil wir einen schulscharfen Sozialindex nicht nur im Wahlkampf erzählt haben, sondern in einem Koalitionsvertrag mit der CDU Nordrhein-Westfalens verankert haben, dass die zusätzlichen Mittel eben schulscharf und nach einem Sozialindex verteilt werden, dass Ungleiches ungleich behandelt wird und dass alle Kinder in allen Schulformen willkommen sind. Lasst euch diesen Satz auf der Zunge zergehen. Das haben wir erreicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben auch erreicht, dass wir denen, denen die Zukunft gehört, eine Stimme geben. Und dass bei der nächsten Landtagswahl alle, die 16 sind, an diesem Hochamt der Demokratie teilhaben können. Es wird das Wahlalter 16 geben in Nordrhein-Westfalen. Und die Frage der Gleichheit hat natürlich was zu tun für eine feministische Partei, wie wir es sind, dass wir hinterlegen, dass die Geschlechtergerechtigkeit in Nordrhein-Westfalen mit Ernsthaftigkeit, mit Instrumenten, mit konkreten Vorhaben hinterlegt wird. Dass wir eine Lösung finden wollen dafür, dass die Repräsentativität von Frauen in Parlamenten gewährleistet ist, weil es doch nicht okay ist, zu sagen, ja, das hat jetzt alles nicht geklappt, wissen wir jetzt auch nicht. Es ist doch Wahnsinn, was uns gelungen ist als Grüne, dass wir natürlich über unsere Reserveliste immer eine Quotierung in Parlamente entsenden, Haken dran. Aber überlegt mal, was ihr auch geleistet habt bei der Aufstellung der Kandidierenden, dass auch die, die direkt gewählt worden sind, bei uns über 50% Frauen sind. Das muss das Vorbild sein, zukünftige Aufstellung von Parteien für Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Und die Gleichheit hat was damit zu tun, dass ein erster und wichtiger Auftrag einer Demokratie auch ist, Minderheiten zu schützen. Und Minderheiten verdienen unseren Schutz. Und selbstverständlich sind wir diejenigen, die das nicht aufhören, nur weil sie in Regierungsverantwortung sind und weil sie zugegebenermaßen mit einem Regierungspartner zu tun haben werden, der da an manchen Stellen sehr viel gute Sachargumente auch anhalten brauchen wird in einer möglichen Koalition. Aber wir haben einen Grundstock gelegt, weil wir vereinbart haben, dass die Lücken, die das Antidiskriminierungsgesetz lässt, durch ein eigenes Landesantidiskriminierungsgesetz verankert werden wollen. Liebe Freundinnen und Freunde, damit erfüllen wir einen notwendigen Anspruch einer Demokratie. Und den erfüllen wir auch im Bereich innerer Sicherheit, weil wir klar machen, dass Sicherheit für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen
gleichwertig gelten muss, dass sie grundrechtsorientiert ausgestaltet sein muss und dass sie in einem starken Bürgerrechtsaspekt beleuchtet werden muss. Darum geht es. Unsere Verfassung, die des Landes Nordrhein-Westfalens, die der Bundesrepublik Deutschland, die Werte, die dahinter stecken, die mit Leben zu füllen, die Wächterinnen und Wächter unserer demokratischen Werte zu sein, wenn es darum geht, das Verfassungsgut innerer Sicherheit politisch zu bearbeiten. Das haben wir erreicht, das steht in diesem Koalitionsvertrag drin. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in den letzten Jahren exzellente Arbeit gemacht, wenn es um die ganze Frage Mobilität der Zukunft ging. Denn Gleichheit und Teilhabe und die Chance zur Teilhabe hilft eben auch Unsicherheiten, die in der Gesellschaft ja da sind. Ob sie gefühlte Unsicherheiten sind oder nicht, ist dabei im ersten Schritt erstmal nicht so relevant, wie anzunehmen, dass es das gibt. Und deswegen müssen wir überlegen, und haben wir in unserem Programm ja auch angelegt, welchen Faktor leistet eigentlich Verkehrsinfrastruktur dafür, dass wir Teilhabe garantieren? Welchen Anteil muss Mobilität in Nordrhein-Westfalen fortan leisten, dass Klimaschutz auch eben in dem Bereich endlich die Maßnahmen trifft, damit wir die Pariser Klimaschutzabkommen schaffen können, damit wir den 1,5-Grad-Pfad schaffen? Und ihr habt das Kapitel gelesen und so wie mir aus anderen Kapiteln von Gewerkschaften, von Umweltverbänden, aus Volksinitiativen, von Unternehmen, von Initiativen zugerufen wurde, ihr habt Substanz verhandelt. Danke dafür. Das wird nicht leicht und wir werden euch kritisieren. Das müsst ihr jetzt schon mal wissen. Aber ihr habt was Substanzielles verhandelt. So ist es uns gelungen, in einem durchaus herausfordernden Politikfeld, weil die Aufgaben riesig sind, wenn wir die Mobilität der Zukunft anlegen wollen in Nordrhein-Westfalen, exzellent zu verhandeln, gut zusammenzuspielen und damit zu zeigen, was wir in Nordrhein-Westfalen tun können, für die Menschen in Nordrhein-Westfalen Teilhabe zu erhalten, aus dem Erfolg des Zuspruchs des 9-Euro-Tickets was zu machen für die Zukunft der Menschen in Nordrhein-Westfalen, dann ist uns das gelungen. Und dann freue ich mich darauf, dass wir dann zeigen können, was wir können, wenn wir dann vielleicht auch diesem Koalitionsvertrag zugestimmt haben. Ich komme zum Schluss. Ich will euch sagen, worum geht's jetzt? Und ich will auch noch was dazu sagen, dass es ja Kritik gibt und die ist berechtigt an diesem Koalitionsvertrag, vor allem in dem Zuschnitt der Ressortaufteilung. Und ihr habt jetzt keine andere Chance, als mir zu glauben, dass ich ehrlich mit euch spreche. Ihr habt aber auch keinen Anlass zu denken, dass ich das jemals nicht gemacht habe. Ich war gerade, bevor der Parteitag anfing, unten, habe mit den Pflegekräften vom Streikpunkt gesprochen, zusammen mit Josephine, über den Tarifvertrag Entlastung, über die Zustände, die gerade in unserem Gesundheitssystem für die, die da sind, für uns, wenn wir Hilfe brauchen, wie die Umstände gerade sind. Und ich habe mit denen gesprochen, die da unten stehen und für den Erhalt von Lützerath streiten. Und ich habe mit denen auch gesprochen, die sich seit der Koalitionsvertrag bekannt ist, gesagt haben, wie konntet ihr? Wie konntet ihr nur? Wie habt ihr nur? Was ist denn da los? Und ich verstehe, dass es Kritik daran gibt, dass es in der Ressortaufteilung so ist, dass die Landwirtschaft und der Verbraucherschutz nicht mehr bei uns Grünen ist, gibt Kritik. Das verstehe ich. Und ich kann euch aber sagen, was ich an der Stelle nicht akzeptieren kann, ist, dass irgendjemand so tut, als wäre das leichtfertig gewesen. Als hätte irgendjemand da gesessen und ich sage es mal für mich persönlich. Ich sage es mal für mich persönlich, vor euch steht eine stolze Enkeltochter eines Großvaters, der jetzt schon fast 25 Jahre tot ist. Der war Bauer, der hat mich wahnsinnig geprägt für mein Leben. Und ihr könnt euch einer Sache sicher sein. Erstens, weil wir um die Relevanz dessen wissen, was die Bäuerinnen und Bauern jeden Tag in diesem Land leisten. Und weil es gute Dinge gibt, die im Inhalt verhandelt wurden. Und weil es am Ende
aber Dinge gibt, die man dann auch entscheiden muss, wenn man in der letzten Runde als diejenigen da sitzt, die es zu entscheiden haben, dann ist es im Gesamtabwägungsprozess so entschieden worden. Und ich bitte euch, dass ihr folgende Chancen vielleicht auch erkennt. Dadurch, dass Verkehr, Umwelt und Naturschutz in einem Ressort zusammenliegen. Ein riesiges Ressort. Dadurch, dass die Landesplanung im Wirtschaftsministerium liegt, haben wir eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir die Versöhnung von Ausbau von Infrastruktur, von Beteiligung bei planerischen Vorhaben und Geschwindigkeit bei Planungen und dem Versöhnen von Erneuerbaren und Artenschutz zeigen können. Und vollkommen klar ist doch, dass wir nicht weggucken, was im Landwirtschaftsteil Nordrhein-Westfalens passieren wird. Wir sitzen ja, wenn dieser Koalitionsvertrag heute eine Mehrheit kriegt, mit am Kabinettstisch. Aber die Entscheidungen sind in der Situation so getroffen worden. Es war nicht leichtfertig. Ich kann es erklären. Und ich danke euch, ich sage Danke an die, die das vertraulich kritisch äußern und den Weg des internen Austauschs von Kritik an Dingen, die wir als Grüne machen, dazu suchen. Dafür vielen Dank. Worum geht es jetzt eigentlich? Jetzt geht es eigentlich also darum, dass nicht nur in der Frage des politischen Umsetzens der Notwendigkeiten, die Klimaschutz, die Artenkrise, die die soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft erfordern, im Ob entschieden ist, das, was getan werden muss, sondern dass wir das Wie beeinflussen, wie es getan wird. Dafür machen wir euch als Verhandlungsgruppe, als Landesvorstand, dafür mache ich euch als Landesvorsitzende ein Angebot mit diesem Koalitionsvertrag. Und ich bitte euch um Zustimmung zu diesem Vertrag. Ich will, dass wir das Gemeinsame tun. Ich freue mich sehr, dass, wenn wir eine Koalitionsvertragszustimmung heute erreichen, ich das mit möglicherweise tollen Kabinettskolleginnen und Kollegen machen könnte. Ich will, dass wir das Gemeinsame tun. Ich will, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen auf allen Ebenen, jede und jeder Einzelne in seiner Verantwortung beieinander bleiben, immer im Austausch miteinander bleiben, die Augenhöhe zueinander nicht verlieren, dass uns klar ist, dass es in unserer Hand liegt, weil wir die Kraft haben als Grüne Nordrhein-Westfalen, dass wir Zukunft schmieden für dieses Land und dass wir damit Frieden schmieden können. Ich bitte euch um Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag. Vielen Dank.